Meine Fresse, ist die laut. Sie ist lauter als meine MT-07. Da ihr alle dieses wunderschöne Gefährt mal hören wollt. Jetzt hier nochmal 0 auf 100, also ich versuch's zumindest. Jo Leute und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ja, heute fahre ich hier diese wunderschöne Aprilia SX125 und ja, das ist das Motorrad von ihm. Und ja genau, du hast dann auch so ein paar Sachen verändert, zum Beispiel ja, der Auspuff oder ja, erzähl du am besten. Okay. GPR, Auspuff, nur der Endschalldämpfer, gibt leider keinen Krümmer dazu. Der Aero-Krümmer wird wahrscheinlich noch dazu gekauft. Okay. Es sind Shinjo-Spiegel verbaut, weil mich die Standardspiegel einfach, ich kann da nichts drin sehen und die sind einfach abgrundtief hässlich. Dann habe ich mir kleine dunkle LED-Blinker gekauft, Laufblinker. Kurzer Kennzeichenhalter war für mich auch ein Muss. Ja, so die Standardsachen, ne? Ja, so die Standardsachen, nichts Großartiges an Leistung verändert. Das war es eigentlich schon. Ja, okay. Baujahr ist 2018, also Euro 4. Ja. Ja, okay. Hat die Karre nicht ABS? Nur Front ABS. Hä, ja? Ach so. Ja, nur Front ABS. Obwohl ich gar nicht, dass es sowas gibt. Also. Ja, weil Sumus war das die erste, die Front ABS. Ach so. Achso, ne, weil ich dachte, entweder komplett oder gar nicht, aber nur Front oder so, wusste ich es nicht. Die hatte keine Ganganzeige, sie hatten nur neutral. Ja. Wenn der neutral raus ist, blinkt das nicht mehr. Ja. Keine Drehzahl, kein sonst was Messer. Mhm. Geschwindigkeit, gefahrene Kilometer, Uhrzeiten, ist stimmt sowieso nicht. Da ist immer die Wärme des Wassers, der Motorkühlung. Ja. So ab zwei Strichen ist sie mal warm gefahren. Ja, okay. Dauert im Durchschnitt immer so 15 bis 20 Minuten, bis sie warm gefahren ist. Ja, so lange braucht die? Ja, leider. Leider, bis sie richtig auf Touren ist, ist das immer so 15 bis 20 Minuten. Ja, okay. Aber die hat aber original 15 PS, ne? Ja, 15 PS. Ja. Boah, die Kupplung kommt irgendwie voll komisch. Ja, die kommt auch, also ich würde sagen, die kommt so immer so ab dem... Ja, okay. Ich merk's ja. Boah, ist die leicht, Alter. Ja. Die fühlt sich ja an wie ein Fahrrad. Ja, okay, alles klar. Dann bis später. Laut, Alter, meine Fresse. Aber ich bin ehrlich, die Leistung finde ich geht echt voll klar. Also irgendwie. Das Ding ist aber, weil die Karre so laut ist, kann ich irgendwie so gar nicht einschätzen, wann ich schalten muss. Hier im Ort natürlich schön hochtourig fahren, damit meinen lauten Auspuff nicht hört. Dann werden wir jetzt gleich auch nochmal durch unseren legendären Bahntunnel fahren. Meine Fresse, ist die laut. Sie ist lauter als meine MT-07. Ah. Front-ABS, wusste ich gar nicht, dass sowas gibt. Ja, hinten rutscht die durch. Jetzt einmal kurz ein Soundcheck. Wie gesagt, Leute, ich glaube, zu dem Sound muss nichts mehr gesagt werden. Man kann davon halten, was man will, ob man es gut findet oder nicht.
Also ich bin ehrlich, ich finde sogar schon einen Ticken zu laut. Also klar, so für kurze Strecken ist es geil, aber irgendwann, wenn ich ehrlich bin, geht dann ja, der Sound nur noch auf und der. Ein kleines Soundcheck darf natürlich auch nicht fehlen. Deswegen jetzt am besten nochmal einen kleinen Ort suchen. Das war's mal wieder komplett. Egal, dann drehe ich halt um. Ach, aber komm, dann mache ich eben hier den kleinen Soundcheck. Da ihr alle dieses wunderschöne Gefährt mal hören wollt. Alter Schwede, ist die Karre laut. Ja, boah. Ich denke, dazu muss nicht mehr viel gesagt werden. Okay, schnell. 3, 2, 1 und... Wie gesagt, das ist ja bei so 125ern immer so eine Sache. Mit 0 bis 100 bei den letzten km/h, also bei den meisten zumindest. Wenn man sich da duckt, das macht so viel aus, ne? 11.200 hat es jetzt bald gelaufen. Das geht ja noch. Oder hier nochmal 0 bis 100. Tatsächlich gar nicht mal so einfach, 0 bis 100 bei einer 125er auf einer relativ großen Strecke. Ey, eine Frage, wie lange brauchst du eigentlich mit diesem Ding von 0 bis 100? Kommt drauf an. Ach so. Also heute habe ich, glaube ich, 19 Sekunden gebraucht. Ja. Ja, das ist schon, ist halt 125. Ja. Das ist, sie ist halt eine 125er. Das ist halt keine Windschnittige, also die ja. Ist halt wirklich... Die ist lang gezogen, du sitzt drauf und du bist halt wirklich breit. Ja. Deswegen, also aber ich denke mal, wenn man sich dann da duckt, dann holt man noch ein bisschen was raus. Ja, also Maximum hatte ich bei der 127. Ja? Ja. Achso, ne, weil gerade da auf der Landstraße habe ich mal 0 bis 100 gemacht und da kam ich auch nicht wirklich über 100, aber... Ja, das ist halt momentan. Und ich wusste halt jetzt nicht genau, wann ich am besten schalte, weil wegen dem Auspuff so, da ist das ja so laut, da hört man das nicht so. Da kann man nicht mehr realisieren, wann man schalten muss. Also ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie schnell ich war, aber ja, ist doch gar nicht mal so einfach, so ein gescheites 0 auf 100 hinzukriegen, weil meistens die Strecke gar nicht ausreicht. Also so eine Gerade, weil in der Kurve muss man mal abbremsen. Ja, aber ich überlege gerade, ob ich vielleicht nochmal 0 auf 100 machen soll oder so. Ja, okay, ich glaube, das reicht nicht, oder? Oder ich weiß nicht, da hinten in der Kurve. Oder ich kann es nochmal versuchen. Ich wollte jetzt hier nochmal 0 auf 100, also ich versuche es zumindest. Reicht nicht aus. Scheiße, nee, keine Chance. Also hier hatte ich die ganze Zeit gefühlt 95, 96 drauf und ich kam irgendwie nicht höher. Manchmal hat die ihre Tage, da kommt die auf 120 ganz easy, manchmal hat die ihre Tage, da kommt sie nicht runter. Ja, aber egal. Na gut Leute, dann würde ich sagen, war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst einfach ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.